Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich werde angerufen. So, jetzt aber schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte im heutigen Video, wie auch schon angekündigt, ein bisschen etwas zu meinen Erfahrungen mit alternden Hamstern erzählen. Also, wie Emil sich im Laufe der Jahre verändert hat, wie es bei meiner Lotti damals war, auch woran oder wie sie gestorben ist. Und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zusehen. Wie immer nehme ich dich in meinem Video mit durch meinen Alltag mit Emil und den anderen Tieren, aber möchte in diesem Video als thematischen Schwerpunkt einfach auf das Thema Alter eingehen. Apropos Alter, richtig schlechte Überleitung, aber ich fahre jetzt erstmal zum Geburtstag von meiner Omi. Sie wird heute 90. Wir sind nur unter uns im kleinsten Kreis und ich habe mich auch gerade auf Corona testen lassen. Während ich mir dort den Bauch mit Kuchen vollschlage, gibt es für dich einige Szenen vom kleinen Emil und ich werde auf der Tonspur etwas zum Thema Hamster und Alter berichten. Das war Emil gestern Abend in seinem Nagarium, als er sehnsüchtig auf sein Abendessen gewartet hat. Ich muss sagen, dass sich Emils Aufstehzeiten sehr verändert haben. Dazu sage ich aber später noch mal etwas. Viel wichtiger ist es mir jetzt am Anfang zu sagen, dass meine Erfahrungen, die ich mit dir teile, natürlich subjektiv sind und niemals den Besuch beim Tierarzt ersetzen. Ich bin keine Hamsterexpertin, keine Tierärztin und kann nur von den Dingen berichten, die ich bisher erlebt habe. Emil ist fast 2 Jahre alt, was umgerechnet in Menschenjahren ungefähr einem Alter von 80 Jahren entsprechen könnte. Das heißt, er ist schon ein stattlicher Senior, was man zum Beispiel an den lichten Stellen in seinem puscheligen Teddyhamsterfell sehen kann. Man merkt es aber allgemein auch einfach an seinem Verhalten, zum Beispiel am Aktivitätsniveau, aber auch daran, wie er läuft, wie er sich verhält. Darauf werde ich später nochmal genauer eingehen. Die Szene, die du hier siehst, ist vor genau einem Jahr entstanden, das heißt, als Emil 1 Jahr alt war. Und ich finde, man sieht schon deutlich den Altersunterschied auf den Bildern. Wenn wir hier jetzt zum Vergleich nochmal ein Jahr zurückgehen, nämlich da, als Emil circa 8 Wochen alt war, sieht man, finde ich, schon, wie sehr er sich einfach in den letzten 2 Jahren verändert hat, was natürlich völlig normal ist. Es gibt Maßnahmen, mit denen du deinem Hamster ein etwas altersgerechteres Leben ermöglichen kannst. Und eine davon habe ich an diesem Abend, als ich vom Geburtstag meiner Omi zurückgekommen bin, direkt umgesetzt. Und zwar habe ich die Weidenbrücken aus Emils Auslauf mit dem lösemittelfreien Ponalkleber und Überstreusorten Hamster- bzw. alterssicher gemacht. Das heißt, ich habe einmal die Ritzen und Lücken, die zwischen den verschiedenen Stäben entstanden sind, aufgefüllt. Ich habe mir jetzt hier die Kiste aufgefüllt und ein paar der geöffneten Überstreusorten zusammengeschmissen. Am allerliebsten hätte ich eigentlich pure Moosfasern gehabt, so ein bisschen vergleichbar wie mit diesem Bestandteil. Ich wollte jetzt aber nicht schon wieder etwas Neues kaufen, da ich noch so viel hier habe und denke, dass wir auch damit die Lücken gut gefüllt bekommen. Die erste habe ich ja gerade schon mal versucht zu füllen und ich finde, bisher sieht es ganz gut aus. Es hält auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Schicht drüber machen muss und wie es sich dann verhält, wenn ich die Weidenbrücke wieder knicke. Aber bisher bin ich der Meinung, dass das so gut funktionieren sollte. Emil bewegt sich deutlich tapsiger als vorher und deshalb ist es umso wichtiger, dass sein Auslauf und auch sein Nagarium wirklich komplett sicher eingerichtet sind. Du weißt, dass ich da schon immer sehr großen Wert drauf gelegt habe. Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass Hamster sich ihre kleinen Füßchen und Beine zwischen diesen Lücken in Weidenbrücken brechen können und bin sehr, sehr dankbar, dass die Besitzerin der Teddy-Hamster-Dame Toffi diesen Unfall, den die Kleine leider erleben musste, auf Instagram geteilt hat, um einfach andere vor der Gefährlichkeit dieser Weidenbrücken zu warnen. Und hätte ich das schon vorher gewusst, hätte ich die Weidenbrücken definitiv von Anfang an aufgefüllt. Aber es ist zum Glück noch nicht zu spät und ich kann Emil hoffentlich sein Seniorenleben dadurch noch sicherer gestalten. Das Ganze kam dann über Nacht zum Trocknen auf die Heizung. An diesem Abend habe ich Emil tatsächlich nicht mehr gesehen. Er hat noch geschlafen, als ich ins Bett gegangen bin. Und am nächsten Morgen wurde ich dann trotz des schönen Wetters am Vortag mit Schnee begrüßt. Über Nacht sind die Brücken total toll getrocknet. Ich hoffe, dass du das hier auf der Kamera erkennen kannst. Ich denke schon. Das hat also wirklich super gehalten. Ich habe, wie du gesehen hast, immer jeweils nur eine Schicht Ponalkleber in die Spalte gegeben und dann ja das Füllmaterial eingedrückt
Manchmal war es notwendig, auf der Rückseite, wenn es sehr große Spalten waren, auch noch mal ein bisschen anzubringen, weil der Kleber hier einfach durchkam und man sonst auf der Rückseite noch Löcher gehabt hätte. Und so, finde ich, sieht das sehr hübsch aus. Es lässt sich definitiv jetzt ein bisschen schwerer biegen. Deswegen würde ich dir den Tipp geben, wenn du dieses Füllmaterial anbringst, die Leitern schon so zu biegen, wie du sie später im Nagarium oder im Auslauf haben möchtest, weil sich natürlich durch die Biegung auch der Winkel und die Größe der Lücken ein bisschen ändern kann. Jetzt kann der kleine Opi auf jeden Fall nicht mehr mit seinen Pfötchen hier in den Spalten hängen bleiben und sich verletzen. Es macht auf jeden Fall Sinn, das schon direkt am Anfang, wenn der Hamster einzieht, bei solchen Brücken zu füllen. Ich habe das leider bisher nicht gemacht und bin ganz froh, dass bisher auch nichts passiert ist. Der kleine Mann hat ja hier in seinem Nagarium auch noch diese längeren Leitern. Hier muss ich sagen, sind die Lücken schon ganz gut gefüllt, einfach weil das Sandbad hier oben steht und der Sand in die Lücken gerieselt ist. Ich denke mal, diese Leiter auf der Seite, selbst wenn sie hier zum größten Teil auch im Einstreu mit vergraben ist, werde ich auch noch mit Sand beschütten. Vielleicht mache ich einfach ganz kleine Klebestreifen hier rein und schütte einmal ein bisschen vom Chinchilla-Sand drüber, sodass die auch auf jeden Fall komplett sicher sind. Hier ist gerade wieder komplettes Kabelchaos von meinem Homeoffice-Platz, aber auch von der Petcam. Ich wollte dir noch zeigen, dass ich für die Petcam jetzt noch eine Micro-SD-Karte bestellt habe. Und ich habe mir noch ein Vogelhaus bestellt und Acrylfarben für ein anderes DIY, damit ich einfach Bilder habe, die über diese kurzen Sequenzen, die der Hausüberwachungsassistent aufnimmt, hinausgeht. Und ich bin schon sehr gespannt, was ich dann von einer ganzen Nacht alles zu sehen bekomme. Geholfen bei der Wahl der Speicherkarte hat mir die Xiaomi-App selber. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Dort steht ganz genau, welche SD-Karte geeignet ist und erleichtert einem somit die Bestellung. Die Haustierkamera ist einfach ein super Tool, um das Verhalten deines Hamsters auch in der Nacht beobachten zu können. Ich benutze sie aber, wie du hier siehst, abends auch gerne mal, wenn Emil im Auslauf ist, um einfach schöne Bilder von ihm zu bekommen. An diesem Abend war Dolly wieder zu Besuch und Emil durfte in den Auslauf. Es ist so, dass er momentan vielleicht 2-3 Mal die Woche in den Auslauf kommt und auf den Badauslauf, also den ungeschützten freien Auslauf, verzichte ich momentan komplett, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Die abgegradeten Weidenbrücken gefallen Emil übrigens sehr gut und ich habe jetzt auch nochmal ins Nagarium geschaut, denn natürlich gibt es auch dort Dinge zu beachten, wenn dein Hamster älter wird. Weil der Blick ins Murmeleckhaus doch einige von euch immer interessiert, mache ich einmal mit euch zusammen das Dach hier hoch. Und was sehen wir? Wieder ein super gemütliches Kuschelnest zum Schlafen. Hier ist, glaube ich, Alternative 2. Und ich sehe auch schon ganz, ganz viele Trockenfutterreste. Ja, aus seinem Hauptfutter noch die tollen Erbsenflocken, die Annalena uns geschickt hat. Was haben wir hier? Das sind Bestandteile aus seinem Hauptfutter. Zum Glück nichts Frisches, das ist die Hauptsache. Das heißt, ich kann ihm seinen Futterbunker da auch ohne schlechtes Gewissen einmal lassen. Ich mache hier noch ein bisschen die Köttelchen weg. Und dann hat der Kleine es hier auf jeden Fall schön gemütlich, wenn es in den frühen Morgenstunden dann wieder ans Schlafen geht. Ich räume hier gerade auch nochmal auf und tue einmal hier den Napf in die Spülmaschine. Ansonsten hat Emil ja gar nicht so viel in höheren Ebenen hier im Nagarium. Ne? Es gibt nur einmal hier diese Ebene vom Laola. Die ist bei der Höhe des Einstreus auch von der Fallhöhe her relativ gering. Und das Mehrkammernhäuschen ist einmal eingebuddelt. Das ganze Zubehör, was man hier in diesem Nagarium gar nicht auf den ersten Blick sieht und man immer so denken könnte, oh je, der Hamster hat ja gar nichts hier zum Spielen oder Buddeln, befindet sich ja unterirdisch, ne? Wie diese Korkröhre, die mit hier drin ist. Das Nestchen war eigentlich auch mehr eingebuddelt, das habe ich gerade so ein bisschen rausgeholt, um nach Essensresten zu suchen. Dann hat er hier ja noch sein kleines verstecktes Häuschen, das ist auch ganz weit unten. Und in der Ecke findet er immer seine Toilette Platz, die ich jetzt einmal aussieben möchte. Von daher geht das von den Höhen her. Wenn du dein Zubehör aber auf höheren Stelzen platziert hast, dann würde ich dir schon raten, wenn du bemerkst, dass dein Hamster ein bisschen älter wird oder wackeliger auf den Beinen, die Fallhöhe definitiv zu minimieren. Du hast gesehen, dass die Weidenbrücken im Nagarium auch noch recht steil gebogen sind. Zum Glück kann man den Winkel da variieren. Das habe ich auch noch gemacht. Außerdem kannst du auch die Näpfe außerhalb der Ebene, also vielleicht auf Höhe des Häuschens, platzieren, sodass dein Hamster dafür nicht mehr hochklettern muss.
Jetzt gibt es noch 2 Löffel Trockenfutter im Nagarium verstreut. Erbsenflocken dieses Mal nicht. Da hatte er ja noch welche in seinem Mehrkammerhäuschen versteckt. Aber hier in diesem Gläschen habe ich ja die tollen selbstgebackenen Kekse von Annalena aufbewahrt, die bei Emil mega gut angekommen sind. Und noch diese Petersilien. Nee, das war nicht Petersilie. Löwenzahn, die Löwenzahnleckerchen, die er auch ganz toll findet. Ich glaube, heute gibt es ein Löwenzahnleckerchen, das ich ihm nochmal verstecke. Und dann kann der Gute in einer halben Stunde auch wieder zurück ins Nagarium, denn dann möchte ich ins Bett gehen. Unter anderem wurde auch gefragt, wie man seinen Hamster auch im Alter noch aktiv halten kann. Und es ist ja schon so, dass ich bei Lotti, aber auch Emil merken konnte, dass sie einfach, je älter sie wurden, weniger an ihren Rädchen oder auf dem Laufteller hier gelaufen sind, zumindest weniger lang. Emil ist ja früher wirklich die ganze Nacht in seinem Rad gelaufen. Und was eine schöne Alternative sein könnte, wäre ein Intelligenzspielzeug. Du siehst schon, wie Emil hier gerade fleißig an seinem Kugelspielzeug vom Nagapalast rumwerkelt. Nach wie vor super ist es natürlich auch, wenn man das Trockenfutter in Einstreu oder aber in eine Art Buddelbox verstreut. Du siehst, wie Emil hier in seinem Einstreu wühlt, um sein Trockenfutter zu finden. Und damit kriegt man ihn immer so, ja, 30 Minuten bis eine Stunde beschäftigt. Er kann problemlos in das flache Glasgefäß ein- und wieder aussteigen und scheint da auch als Senior eine Menge Spaß zu haben. Emils Haptik wird, jetzt läuft er extra genau gerade drüber, unter anderem auch durch das Geschenk von Annalena, diese Matte, die ich hier ausgelegt habe, stimuliert. Er riecht super gerne daran, er liebt es aber auch mit seinen Pfötchen drüber zu laufen und jetzt hat er sich hier gerade hinter seinem Rädchen versteckt. Hallo Emil, ich muss dir sagen, ich sehe dich trotzdem. So, das waren genug Hamster-Infos für heute. Ich habe mich in meine Yoga-Kleidung geschmissen, mache noch ein kleines Stretching und gehe dann ins Bett. Bis morgen. Hallo zurück, es ist jetzt schon ein paar Tage später und ich habe ja gestern schon einige Dinge zum altersgerechten Hamsterauslauf gesagt. Was ich auch noch thematisieren wollte, sind Emils Aufstehzeiten. Es ist so, dass er momentan gegen 20 Uhr wach wird, sich sein Essen zusammensucht, ein bisschen durchs Nagarium tapst und dann eigentlich auch schon wieder schlafen geht. Ansonsten sieht man ihn morgens vielleicht noch mal kurz in seiner Ecktoilette und das war's auch eigentlich schon. Also ich muss schon sagen, dass er weniger aktiv ist als vorher, was natürlich auch normal ist und zum Alterungsprozess jedes Lebewesens irgendwie dazugehört. Es ist halt, finde ich, nur so ein schmaler Grat zwischen Alterserscheinung und einer eventuell abzuklärenden Erkrankung. Was mir ein bisschen Gewissheit gibt, sind regelmäßige Gesundheitschecks. Dafür habe ich, wie eigentlich immer, den Körnergeber der Hamsterhilfe NRW zugezogen. Dort gibt es ein ganzes Kapitel über Hamstergesundheit und Krankheiten. Außerdem wird darauf verwiesen, dass man wöchentlich einen Gesundheitscheck beim Hamster durchführen sollte und in diesem Zuge natürlich auch das Ess- und Putzverhalten beobachtet. Zweiteres wird im Alter ein bisschen anders. Dem Hamster fehlt oft die Kraft, sich noch so oft zu putzen wie vorher und vielleicht weißt du auch, dass ein häufiges Putzen ein Stresssymptom sein kann. Das heißt, das solltest du auf jeden Fall beobachten. Auch ob dein Hamster sich oft kratzt, wie Emil hier zum Beispiel. Das könnte unabhängig vom Alter ein Symptom für Milben oder einen Pilzbefall sein. Der Gesundheitscheck beim Hamster kann so aussehen, dass man zuerst darauf achtet, ob die Augen klar und geöffnet sind, nicht verklebt. Das gleiche gilt für die Ohren, dabei auch darauf achten, ob du Verkrustungen an den Ohren sehen kannst, da dies auf eine Hautentzündung oder einen Pilz hinweisen könnte. Die Atmung des Hamsters ist zu beobachten, also atmet er ruhig und regelmäßig. Bei Emil habe ich zum Beispiel beobachtet, dass er im Schlaf relativ schnell atmet, aber dennoch regelmäßig. Und hatte mich die ersten Male so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber ich glaube, dass er tatsächlich einfach immer tief und fest schläft und sich der Atem da, wie bei uns Menschen auch, einfach ein bisschen verändert. Du solltest dir auch regelmäßig die Zähne deines Hamsters anschauen, einfach um zu gucken, dass es keine Entzündungen am Zahnfleisch gibt, die Zähne aber auch nicht so lang sind, dass sie ihn irgendwie an der Futteraufnahme hindern können. Schaust dir am besten auch regelmäßig die Krallenlänge an. Man schneidet ja die Hamsterkrallen nicht selbst, sondern versucht dem Hamster einfach natürliche Materialien anzubieten, an denen er sich die Krallen selbst abwetzen kann. Achtest auch auf das Pupillchen, dass da alles sauber und trocken ist. Guckst dir mal die Köttel an und auch den Urin, ob da alles unverändert ist.
Ich kontrolliere auch regelmäßig Emils Gewicht. Er ist ein relativ leichter Teddyhamster. Er wiegt nur 95 Gramm. Lotti hingegen war schon ein kleiner Wonneproppen. Die hatte auch schon Phasen mit 170 Gramm plus. Wenn du da einen signifikanten Gewichtsverlust bemerken solltest, könnte das auf jeden Fall auch ein Indiz sein, deinen Hamster beim Tierarzt vorzustellen. Ganz wichtig ist es hier aber auch nochmal zu erwähnen, und ich möchte das jetzt einfach einmal vorlesen, dass es oft erst sehr spät auffällt, dass der Hamster irgendwie schlecht aussieht, weil Hamster ihre Krankheiten sehr gut verstecken können. Wenn der Hamster optisch einen ungewöhnlich schlechten Eindruck macht, ist der Besuch beim Tierarzt unumgänglich. Und das kann man natürlich nur differenzieren oder in Verhältnis stellen, wenn man seinen Hamster regelmäßig beobachtet und auch regelmäßig einen Gesundheitscheck durchführt. Bei Instagram habt ihr mich auch zu Krankheitsbildern gefragt. Da habt ihr zum Glück noch nicht so viele Erfahrungen machen müssen und lege euch da auch den Körnergeber oder die Seite der Hamsterhilfe NRW ans Herz. Ansonsten bitte, wie gesagt, immer sofort zum Tierarzt, wenn euch etwas komisch vorkommt. Ich kann an dieser Stelle aber berichten, wie es mit Lotti verlaufen ist, und habe hier auch nochmal ein Bild von ihr eingeblendet, falls ihr sie nicht schon von Instagram kennt. Lotti war zu dem Zeitpunkt, an dem sie verstorben ist, ungefähr 1,5 Jahre bei mir. Wie alt sie genau war, als ich sie bekommen habe, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich das so mit Emil vergleiche, den ich ja mit 6 Wochen adoptiert habe, würde ich sagen, dass Lotti schon ein bisschen älter war. Also vielleicht 3-4 Monate, sodass sie, und das ist jetzt nur eine Schätzung, nicht mal 2 Jahre geworden ist. Es war bei Lotti jedenfalls so, dass sie wirklich bis zum Tag ihres Todes mega aktiv war. Lotti war eh von ihrer Art her so ein total aufgedrehter, quirliger Charakter. Und abgesehen von ihrem Gang, der auch wirklich gegen Ende hin sehr, sehr stachsig wurde, wie herzlich ich das hier nachmache, aber irgendwie, ja, so war es halt, ist mir tatsächlich auch nichts an ihrem Verhalten aufgefallen. Zumindest nicht, bis sie dann verstorben ist. Rückblickend habe ich mir oder mache mir immer noch Vorwürfe, dass ich nicht zum Tierarzt gefahren bin. Denn ich habe lang drüber nachgedacht, ob noch irgendwas an ihr anders war. Und ich habe 2 Indizien. Also einmal eins nur für mich. Das war so, dass ich mit Lotti hier im Badauslauf war. Und Lotti war ja immer so, ich würde jetzt nicht sagen menschenfixiert, aber absolut nicht scheu. Also die ist ganz oft irgendwie auf meine Schulter geklettert oder saß dann auch mal auf meinem Kopf und hat da eine Weile gechillt. Also die war eher so ein kleiner Wellensittich fast, würde ich sagen. Und eine Woche bevor sie gestorben ist, waren wir, wie gesagt, auch im Badauslauf. Und dann ist sie so geklettert, ungefähr hier auf die Höhe meines Ausschnittes, und hat sich da so richtig hingelegt, hat dort innegehalten und hat sich bestimmt 20 Minuten von mir streicheln lassen. Und das ist sowas, das würde Lotti normalerweise nie machen. Also Lotti war handzahm, auch viel, viel zahmer als Emil. Aber streicheln fand sie nie cool, ne? Hamster sind ja auch keine Schmuse- oder Streicheltiere. Und eigentlich hätte mich das schon stutzig machen sollen. Das war so, als hätte sie irgendwie nochmal so gesagt, ich glaube, so langsam, aber sicher, wird es vielleicht Zeit für mich und ich will jetzt nochmal ein bisschen schön hier auf deinem Herzen liegen. Irgendwie, weiß ich nicht, also ganz gruselig. Und so 5 Tage später, und das ist das, warum ich mir Vorwürfe mache, habe ich bemerkt, dass sie neben ihrem stachsigen Gang, den sie hatte, 2-mal beim Pipi-Machen auf ihrer Ecktoilette gequiekt hat. Lotti war ein Hamster, der hat unglaublich viele Geräusche gemacht. Also die hat eigentlich immer alles kommentiert, rumgequiekt, geschimpft, ich weiß nicht. Also die hatte das volle Repertoire am Start. Und den Zusammenhang zwischen dem Quieker und dem Toilettengang habe ich erst retrospektiv viel später mir erschließen können oder vermeintlich erschlossen, weil ich weiß tatsächlich nicht, woran Lotti gestorben ist. Es kann gut sein, dass es wirklich ihr Alter war. Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, dass es eine Blasen- oder Gebärmutterentzündung gewesen sein könnte und wir ihr durch einen Tierarztbesuch viel Leid hätten ersparen können oder vielleicht auch das Ganze irgendwie noch hätten therapieren können, ich weiß es nicht. Es war jedenfalls so, dass Lotti an ihrem letzten Tag hier auf der Erde, so wie sie immer war, rumgemotzt hat und rumgebuddelt hat. Was mir schon ein bisschen vorher aufgefallen war, dass sie nicht mehr in ihrem Häuschen geschlafen hat, wo sie sonst wirklich jede Nacht verbracht hat, sondern dass sie ungeschützt draußen im Nagarium geschlafen hat. Und zwar auch direkt an der Glaswand zu uns hin. Es war dann auf jeden Fall so, dass ich an dem Tag zur Arbeit gegangen bin und auch meinem Freund nochmal geschrieben hatte, ob mit Lotti alles gut ist. Und er meinte, ja, die schläft hier ganz friedlich. Und er war dann abends weg, bevor ich wieder von der Arbeit zurückkam. Und als ich nach Hause kam,
bin ich halt zum Nagarium und ja, habe sie da schlafen sehen und wollte sie streicheln, weil sie hat halt nicht geatmet und dann war sie schon ganz kalt. Okay, also irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Die zeigt mir jetzt schon wieder eine Akkuwarnmeldung an. Hier ist übrigens provisorisch auch ein Licht aufgebaut, weil mein Ringlicht, das mir noch als Stativ dient, ist auch kaputt. Also es könnte besser laufen. Ja, das ist blöd, dass es gerade an so einer emotionalen Stelle abgebrochen ist. Ich melde mich auf jeden Fall später wieder. Es ist schon wieder ein paar Tage später. Ich habe das Gefühl, dieser Vlog steht irgendwie unter einem schlechten Stern. Nicht nur mein Ringlicht ist kaputt, auch der Akku meiner Kamera hat extrem schlapp gemacht. Also der hält nur noch ganz kurz, sodass ich jetzt Schnittbilder nehmen werde und auf der Tonspur noch die weiteren Themen ansprechen werde, die ich noch nicht aufgegriffen habe. Ich habe im Internet auf Speedys Hamsterseite noch ein paar Informationen zu den Veränderungen im Alter zusammengestellt, die ich so wirklich 1:1 unterschreiben kann, weil ich sie sowohl bei Lotti als auch bei Emil festgestellt habe. Viele Punkte davon habe ich schon erwähnt, was aber auch noch zu erwähnen ist, finde ich, dass der Bauch bei Hamstern manchmal im Alter ein bisschen aufgezogen wirkt, weil das Rückgrat sich so ein bisschen krümmt. Außerdem können bei Mittelhamstern, wie Emil es einer ist, auch Pigmentflecken dazukommen, die unter Umständen vom Tierarzt einmal untersucht werden sollten. Dann ist es auch so, dass die Hamster im Alter wesentlich mehr trinken als früher, weil einfach die Nieren und die Blase nicht mehr ganz so perfekt funktionieren. Und was mir auch sowohl bei Lotti als auch bei Emil aufgefallen ist, ist die Kopfform. Die wirkt jetzt einfach ein bisschen spitzer und nicht mehr so rundlich wie vorher. Was die Ernährung angeht, habe ich nichts umgestellt. Emil wird nach wie vor ausgewogen, gesund und vitaminreich ernährt. Ich habe aber von euch den Tipp bekommen, dass man beispielsweise bei den kahlen Stellen im Fell Vitamin B-Tropfen supplementieren kann. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ein anderes wichtiges Thema ist sicherlich die Reinigung des Nagariums, des Zubehörs und des Auslaufs nach einer Erkrankung oder im schlimmsten Fall nach dem Tod. Da habe ich noch keine Erfahrungswerte, weil Emil ein neues Nagarium bekommen hat, als Lotti verstorben ist. Ich mache mir da aber nichts vor. Irgendwann wird auch mich das erwarten und dann werde ich dir natürlich von meinen Erfahrungen berichten. Ich weiß, dass man das Zubehör zum Beispiel in den Backofen geben kann oder auch Pipiflecken mit Essigreiniger gut rausbekommt. Ich würde mich jetzt gerne aus diesem Video verabschieden. Mittlerweile haben wir auch Emils zweiten Geburtstag gefeiert. Also gefeiert ist relativ. Emil ist an dem Abend eigentlich gar nicht rausgekommen, nur einmal ganz kurz, um zu trinken und sich seine Möhrchen zu schnappen. Seine DIY-Knabbersticks hat er erst 2 Tage später entdeckt. Die letzten 2 Tage war er deutlich aktiver. Also ich habe das Gefühl, das schwankt auch so ein bisschen bei ihm. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich ihn gerade wieder mehr zu sehen bekomme und genieße einfach die Zeit, die mir mit ihm bleibt. Ich danke dir fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bleib gesund. Bis bald. Tschüss.